Hallo, Johann Tekel ist mein Name. Ich will hier weitermachen mit der Bigger-Theorie, also mit dem Bildbalken. Das wäre der Teil 2. Diesen Teil hier hatte ich eigentlich schon aufgenommen, habe ich aber nicht veröffentlicht. Und jetzt, dass ich den Teil veröffentlichen will, habe ich die Datei nicht dabei. Ich habe mir dann gedacht, okay, wir nehmen einfach etwas anderes auf, etwas Neues auf. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte die schiefe Biegung einführen. Schiefe Biegung. Okay, wir hatten bisher Zug und Hockenstäbe gesehen. Wenn wir einen Stab haben und die Spannungen konstant sind über den gesamten Querschnitt, sieht es einigermaßen so aus. Was ich da zeichne, ist die Spannung. Das ist konstant. Okay. Das ist ein Zug, bisschen was Druck. Da haben wir gesehen, ich sollte da die Achsen auch einzeichnen. Das ist die X-Achse, die Z-Achse, vertikal nach unten. Und die Y-Achse ist so gerichtet. Genau. Da haben wir eine normale Biegung rund um die Y-Achse gesehen. Es wird zum Beispiel so aussehen. Ja. Also der Balken biegt sich nach unten. Wir haben hier eine sogenannte negative Krümmung. Okay. Es ist eine Wiederholung, also ich werde nicht zu viel Zeit darauf nehmen. Es ist eine Drehung rund um die Y-Achse. Das ist die Y-Achse und wir drehen uns rund um die Y-Achse. Es sieht so aus, also mit der rechten Hand, Daumenfinger in Richtung der Achse. Wir drehen unsere Hand, als wollten wir die schließen. Okay, so rum. Es ist eine Biegung so rum. Okay, also der Balken biegt sich dann. Wir kriegen dann hier so was wie ein Gap. Okay, es biegt sich grundsätzlich so. Genau, und wie sieht die Spannung aus? Ja, ich probiere es mal hier zu zeichnen. Also, unten haben wir mehr Zug. Ich werde mal Zug mit Blau hier bezeichnen. Und oben haben wir mehr Druck, also es ist eher nach hinten gerichtet. Wie schon gesagt, in Teil 1 habe ich davon schon gesprochen. Genau. Und wir haben irgendwo da eine Nullstelle, eine Nulllinie will sich eigentlich erstellen. Also wenn wir von der Druckseite zur Zugseite uns bewegen. Wir kriegen eine Nulllinie irgendwo. Die Nulllinie muss nicht unbedingt in der Mitte sein. Also wenn wir eine reine Biegung haben, das heißt, wenn wir keine zusätzlichen Normalkräfte haben, dann muss diese Nulllinie im Schwerpunkt sein. Und der Schwerpunkt muss nicht unbedingt in der Mitte sein. Das hängt vom Querschnitt ab. Ja. Ich weiß nicht, ob man es tatsächlich sehen kann, aber das habe ich schon gemacht in Teil 1, wie schon gesagt. Okay, das wäre eine reine Biegung um die Y-Achse. Die Achsen habe ich hier schon eingezeichnet. Okay. Dann können wir auch eine reine Biegung um die Z-Achse haben. Würde so aus, also das wäre der Ausgangszustand. Wir biegen um die Z-Achse, also das Ganze hier biegt sich, also es, ja, also der Teil da, es biegt sich hier so. Ich mache es ein bisschen schief so, damit man es besser sieht, was passiert. So was. Okay, es ist jetzt eine Biegung rund um die vertikale Achse, die Z-Achse. Okay,
Und die Spannungsverteilung würde, probiere es mal zu zeichnen. Also was passiert? Die rechte Seite hier wird mehr gezogen und die linke hier wird gedrückt. Also Zug ist hier auf der rechten Seite. Und Druck ist auf der linken Seite. Also da hinten zeichne ich eher nach hinten. Es ist Druck. Und von links, also wenn wir uns von dem linken Teil des Querschnitts zum rechten Teil bewegen, laufen wir irgendwann auf die Nulllinie. Genau. Okay, also Zug hier, Druck dort. Die Nulllinie in dem Fall ist vertikal. Die Nulllinie wäre irgendwo da in der Mitte, aber es muss nicht unbedingt in der Mitte sein, wie schon gesagt. Sollten wir eine Biegung, die eine Z-Achse haben, dann würde diese Nulllinie durch den Schwerpunkt laufen. Okay. Also das ist eine Biegung um die Z-Achse. Biegung um die Z-Achse. Jetzt, was ist eine schiefe Biegung? Eine schiefe Biegung ist, wenn diese zwei Biegungen hier gleichzeitig auftreten. Wenn wir eine Biegung nicht nur um die Y-Achse haben, sondern auch um die Z-Achse. Also der Balken biegt sich nicht nur in vertikaler Richtung, sondern auch in horizontaler Richtung. Beide gleichzeitig. Ich zeichne noch hier, was wir da hatten. Es war eine Biegung um die Z-Achse. Eine Drehung, die so auftritt.